Zureden, ja. Auf Deutsch bitte. Meister der Zeit, ja. Es bleiben nur 9 Minuten. Sind fertig. Okay, also die nächste Etappe ist die Etappe 3, ja? Hier. Okay. Ja, ihr braucht dann 2 Stühle. Ein Hof ist größer als unser Hof. Was ist das Problem? Das Gymnasium steht, du brauchst nicht das Essen. Mais tu veux dire, la cour du Gymnasium de Tostedt. Mais ça, c'est pas un nom propre. Donc tu peux pas faire de génétique sexuelle. D'accord? Donc, il faut que tu dises la cour du Gymnasium de Tostedt. Tout simplement. Donc il faut que vous reformuliez ça en utilisant la préposition tu veux dire de. Donc tu réfléchiras avec tes camarades. Il y a quelques mots, on a pas mis les mots en français parce que c'était transparent. Ja, kein Problem. Also, ja, français. Wie sagt man moins auf Deutsch? Oh, wie sagt man moins? Moins, das ist peu, le comparatif de peu. Ok. La cour de derrière est plus jolie que la dernière. Et même, il y a un carnaval. Ja, sehr gut. In dem Video gibt es nicht, dann sollt ihr das Wörterbuch benutzen. Das Wörterbuch ist da, guck mal hier. Da ist das Wörterbuch, Eden. Bitte schön. W-E-N-I-G. W oder V? V. W, W. Ja, also W-E-N-I-G. Alexandre, schreib doch. Maëlie hat buchstabiert. Ja, das ist ganz richtig. William, du. Ja, ihre? Als Alexandre? Als ihre Schumpa. Ja? Ich, das sehen wir bei der Korrektion, ja. Er hat zweimal in der Woche Musikunterricht.